Naja, der Hauptgrund ist zweifellos die Änderung der Mediennutzung. Diese neuen Möglichkeiten, lineares Programm und digitales Programm auf einem Device mit einem Sprachbefehl zu hören, führt dazu, dass mehr Hörer da sind und dass sie auch intensiver Radio hören. Und das macht natürlich Radio interessant für die Werbekunden. Und in dem Zusammenhang fällt dann der Blick auch auf die klassischen Vorteile, die Radio immer hatte. Eine große Reichweite als Massenmedium, stabile Zielgruppen, stabile Reichweiten in den Zielgruppen und einfach Impulsmedium kurz vor der Aktion, dem Einkauf zum Beispiel. Das ist traditionell PKW und da ergeben sich auch neue Möglichkeiten über die Konnektivität im Auto für Audio. Dann ist natürlich auch traditionell stark der Handel, der immer mehr das Medium als Impulsmedium vor dem Einkauf nutzt, mit hervorragendem Return on Investment. Dann haben wir natürlich E-Commerce, zum Beispiel Amazon, die die Nutzer aktivieren über Radio für ein Black Friday oder Cyber Monday. Und dann kommt jetzt mehr und mehr zurück die Fast-Moving Consumer Goods Branche, die sich in den letzten Jahren etwas zurückgehalten hat. Aber wir haben seit dem Herbst Ferrero mit Nutella on air und wir haben auch neu L'Oreal im Radio, die bisher noch nicht da waren. Das sind die Vorboten einer, glaube ich, einer breiten Rückkehr von Fast-Moving Consumer Goods ins Radio. Das ist eine Aufgabe, das Medium einfach zugänglich zu machen. Und da gibt es zwei Punkte. Erstens, datengetriebene Kampagnen ausliefern zu können. Zweitens, automatisiert einbuchen zu können. Also einen einfachen, effizienten und sehr kurzen Zugang zum Medium zu gewährleisten. Das tun wir. Wir haben eine Audio-Management-Plattform im letzten Jahr gelauncht und bis zum ersten Halbjahr 2020 werden wir eine Online-Buchungsplattform für den gesamten Audiomarkt zur Verfügung stellen, über die automatisiert die Buchung laufen kann, ebenso wie die Planung.